Servus zu Barbecue aus Franken. Die Tage werden wieder kürzer, es geht auswärts im Jahr. Da darf es auch gerne wieder mal etwas Deftigeres sein. Heute was aus dem Touchofen. Und zwar machen wir ein Stufato, was eigentlich nichts anderes heißt wie Eintopf. Ja, in oder mit Rotwein. Eine schöne Geschichte, ein paar Zutaten brauchen wir. Auf die schauen wir jetzt. Das sind unsere Zutaten. Wir haben hier Rindfleisch und ihr werdet unschwer erkennen, dass mit diesem Rindfleisch bereits was passiert ist, und zwar gestern. Was zeige ich euch gleich. Ich habe Tomatenmark, ich habe ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten vom Rind und dann auch vom Gemüse. Dann habe ich Gemüse, eben wie gerade erwähnt. Ich habe hier Karotten, ich habe Zwiebeln, ich habe Schalotten, ich habe so Drillingskartoffeln schon geschält. Ich habe, was habe ich denn da hinten? Ich habe da Sellerie, Stangensellerie, und zwar mit dem Grün. Verwendet es ruhig mit. Ich habe ein bisschen Rinderfond, einen guten toskanischen Rotwein, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Tomatenmark? Wenn ich es noch nicht gesagt habe, jetzt sage ich es Tomatenmark. Ja, ich würde vorschlagen, ihr schaut euch mal an, was gestern mit dem Fleisch passiert ist. Ich heiz in der Zwischenzeit mal den Touchofen hoch und fange das Fleisch am Braten an, und dann sehen wir uns wieder. Und auf dem Brett liegt jetzt erstmal, was wir heute brauchen für unser Stufato. Wir brauchen schönes Rindfleisch. Ich habe hier gut 800 Gramm aus der Keule. Ich habe ein bisschen Pfeffer, Olivenöl und Knoblauch, frischer Knoblauch. Und ihr verwendet den, dann riecht ihr am nächsten Tag nicht so nach Knoblauch. Da nehmt ihr bitte übrigens, was ihr wollt. Zu viel kann es quasi gar nicht sein. Ich schreibe euch eine Empfehlung ins Rezept rein, aber ihr nehmt das, was ihr braucht. Bei mir wird es ein bisschen weniger sein. Ich habe das Problem, die Frau mag ihn, den Knoblauch, aber sie verträgt ihn nicht. Und mit dem Knoblauch fange ich mal an. Ich mache mir mal, ach Gott, für die Menge 2 Zehen. Kurz angepresst. Ich schäle ihn. Halbiert. Mit den Zwiebeln feingeschnitten. Das geht schon mal auf die Seite. Jetzt kommt das Fleisch an die Reihe. Ich pariere das Fett mal ein bisschen weg. Auch beim kleinen Stück. Das Fett ist weg. Und jetzt schneide ich mir Stücke. Und zwar dürfen die so groß ruhig sein. Also das Fleisch schaut richtig gut aus. Ich mürbe jetzt schon. Dann habe ich den Knoblauch drüber gegeben und mische das jetzt einfach mal ein bisschen durch, dass da überall was hinkommt. Was am Brett liegt, kommt nicht weg. Das kommt jetzt gleich mit in einen Zipperbeutel. Die Fleischstücke in den Beutel. Restlicher Knoblauch dazu. Und dann fülle ich etwas Olivenöl in den Beutel. Und jetzt wollen wir die Luft aus dem Beutel kriegen. Geht relativ einfach. Jetzt kommt, man hört mich, lasst Wasser in euer Waschbecken einlaufen oder neben einen großen Topf, das geht auch. Nehmen wir den Beutel ins Wasserbad, verschließen ihn bis so auf etwa so 2 cm, dass halt da noch Luft entweichen kann. Dann drücken wir den Beutel in Wasser. Der Wasserdruck verdrängt die Luft. Wir halten den Schlitz oben offen, schließen ihn und wir haben die Luft raus aus dem Beutel. Ja, und jetzt mischen wir einfach das Ganze noch richtig schön durch. Das war wie überall Knoblauch, Pfeffer und Olivenöl. Ja, und so geht das Ganze über Nacht in den Kühlschrank und darf schön marinieren. Und morgen sehen wir uns dann wieder. Ja, also die Arbeit am Vortag, denke ich, war relativ easy. Und was jetzt kommt, eigentlich auch. Das Fleisch wird jetzt quasi aus der Folie genommen und jetzt im Touchofen richtig schön angebraten von allen Seiten. Da haben wir schöne Restaurants bekommen. Übrigens, ihr habt ja jetzt an dem Fleisch habt ihr ja Olivenöl dran. Und normalerweise hat Olivenöl einen richtig niedrigen Rauchpunkt. Das heißt also, wenn wir das jetzt richtig scharf anbraten, würde auch das Olivenöl schnell verbrennen. Demgegen würzt ihr ein bisschen das Butterschmalz
Somit habt ihr quasi mit den beiden Ölen oder mit den beiden Fetten, habt ihr den Flammpunkt, sprich den Rauchpunkt etwas höher gesetzt und euch wird nichts bitter bei der ganzen Geschichte. Mal schauen, ob wir es schon drehen können. Jawohl, geht schon los. Für die Zuschauer, die schon lange zuschauen, die wissen, wo sie ihr Rezept hier finden als PDF für die Neuen. Die noch nicht wissen, wo es sowas zu finden gibt. Also wie gesagt, ich mache zu meinen Rezepten, mache ich ja PDFs, also sprich Rezept-PDFs. Die findet ihr, wenn ihr die Infobox aufklappt, unten unter Rezepte. Da könnt ihr das aufrufen und euch downloaden. Ja, Fleisch hat jetzt schöne Röstaromen bekommen. Jetzt müssen die Zwiebeln dazu. Und zwar nur die Zwiebeln, die ich klein geschnitten habe. Die Schalotten kommen erst später dazu, und zwar mit den Kartoffeln. Aber da hat das Fleisch schon mal 2 Stunden schön im Topf schmoren dürfen. Wenn jetzt auch die Zwiebeln ein bisschen Farbe genommen haben, dann geben wir einfach ein bisschen von unserem Tomatenmark dazu. Mengen, wie gesagt, ja aus dem Rezept. Und auch das darf jetzt ruhig ein bisschen mit anrösten. Auch das Tomatenmark hat ein bisschen Röstaromen bekommen. Jetzt kann ich die Karotten dazugeben. Und den Sellerie. Scheut euch nicht, die Blätter mitzuverwenden, da ist genauso Geschmack drin wie in den Stielen. Kurz mit anschwitzen, mit dem Fond ablöschen. Schön die Röstaromen vom Boden in die Soße holen. Jetzt kommt der Rotwein dazu. So, und das Ganze kann jetzt bei mir wie üblich in den Grill umziehen. Wer meint, es mit Kohlen machen zu müssen, gerne, sehr, sehr gerne, gar keine Frage. Das hat natürlich was auch richtig schön ist, also stilecht mit Kohlen oben und unten und so weiter und so fort. Nur, ich sage es immer wieder, es ist ein Schmorgericht. Dem ist es eigentlich völlig wurscht, wo die Hitze herkommt. Und mir geht es in erster Linie ums Rezept, nicht darum, ob ich es mit Gasgrill oder mit Holzkohlegrill oder wie auch immer mache. Das Rezept könnt ihr auf Gasgrill machen, ihr könnt es auf dem Holzkohlegrill machen, ihr könnt Kohlen oben drauf, unten drunter, wie auch immer. Letztendlich muss es ein gutes Rezept sein und ich denke, das ist es. Also bei mir, wie gesagt, geht es einfach in den Grill. Der Deckel kommt drauf und da bleibt es bei etwa so 180, 200 Grad. Erstmal 2 Stunden, dann kommen die Kartoffeln und die Schalotten dazu. So, 2 Stunden sind vergangen bei 200 Grad am Deckelthermometer. So sieht das Ganze jetzt aus. Topf wie immer. Aber innen sieht so aus. Ich habe vor etwa einer halben Stunde noch etwas Flüssigkeit nachgeschüttet. Das braucht es also. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass das immer genug Flüssigkeit, also sprich genug Soße hat. Und jetzt kommen die Kartoffeln dazu. Und auch die Schalotten. Alles gut unter die Flüssigkeit geben. Das darf jetzt richtig schön mitdämpfen. Und zwar, ich sage mal so, für 45 Minuten, eine Stunde in etwa. Ein bisschen Flüssigkeit vielleicht noch nachschicken. Also Bratenfahr oder wenn ihr kein Bratenfahr habt, könnt ihr auch Rinderbrühe nehmen. Das wird auch funktionieren. Dass halt alles richtig schön in der Flüssigkeit ist und vor sich hinkauen kann. Also, mach mal den Deckel drauf und vor allen Dingen den Deckel zu. So, jetzt sind 3 Stunden vergangen insgesamt. Also eine Stunde mit den Kartoffeln und mit den Zwiebeln und 2 Stunden mit dem Fleisch. So sieht das Ganze jetzt aus. Jawohl. Ach, das ist ein Düftchen. Jetzt müssen wir natürlich einmal die Soße ein bisschen abschmecken. Ob wir da noch was brauchen. Nichts mehr brauchen wir. Die ist richtig gut. Der Rotwein kommt richtig schön raus. Die ist kräftig, diese Soße. Die Konsistenz passt auch. Ich glaube, wir können anrichten. So schaut unser Stufato auf dem Teller aus. Richtig leckere Geschichte. Es ist ein Eintopf und zwar so ein richtig schönes One-Pot-Gericht. Ich liebe sowas und jetzt wollen wir es mal versuchen. Ich liebe ja solche Gerichte. Einfach so eine One-Pot-Geschichte. Alles rein und irgendwann ist es fertig und dann hast du so eine richtige geschmackige Geschichte. Und gerade für die Jahreszeit jetzt im Herbst, genau das Richtige. Und jetzt müssen wir es natürlich einmal probieren. Ich fange mit dem Fleisch an, das wirklich, ja, sehr weich ist. Ich liebe es. Nicht nur weich, auch heiß.
Ich weiß es immer vorher. Egal, es muss rein. Also, Fleisch ist butterweich, richtig schön weich mit der Soße. Das harmoniert, der Rotwein kommt richtig gut raus. Was sagen denn die Kartoffeln? Also die sagen gar nichts, aber ich schaue jetzt, ob sie fertig sind. Sie zerfallen auf jeden Fall beim Schneiden. Passt sensationell dazu. Und die Zwiebeln, also sprich diese Schalotten, wahrscheinlich wieder viel zu groß. Ja. Bei einer Vorstellung zweimal im Mund verbrennen. Sensationell. Nein, auch die Zwiebeln sind richtig schön gut. Haben so einen ganz leichten Biss. Sie waren relativ groß. Oder die ich jetzt gegessen habe, war relativ groß. Also, so in Summe würde ich sagen, das ist ein richtig tolles Rezept. Macht es einfach einmal nach. Die Arbeit hält sich in Grenzen. Und es rentiert sich. Ihr habt einen ganz tollen Teller hier mit einem ganz tollen Inhalt. Ja, wie gesagt, macht's noch. Und wenn euch die ganze Sache gefallen hat, die ich euch heute gezeigt habe, vielleicht wollt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Da kommt das Logo von Barbecue aus Franken. Klickt da bitte drauf, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Vergesst die Glocke nicht, dann gibt es auch Info, wenn es was Neues gibt. So ab und an mal Sondersachen. Ja, wir haben ein schönes Abendessen. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi, nächste Woche Mittwoch gibt es wieder ein Rezept. Und jetzt nochmal ein Stück Fleisch, so auf dem Weg nach innen. Und dann das zerfällt. Oh, die Soße. Ich liebe das, wenn so dieses zerfallene Fleisch die Soße so aufnimmt. Immer nur heiß. Aber wenn dann die Soße so den Geschmack aufnimmt, sensationell. Bis nächste Woche.